So, hallo. Wir machen weiter bei Infernum und sind laut Ankündigung bei einem Puzzle-Level. Bringen wir es hinter uns. Ja, der kleine Conan hat mir übrigens angekündigt, dass er das ganz alleine lösen möchte. Ich habe gar nichts. Aber ich meine, ich check schon mal, dass ich den Pilz als erstes sammeln muss. Und die Musik müsste dir eigentlich auch gefallen. Soll ich die kennen? Solltest du eigentlich. Also gut ist sie, aber erkennen tue ich sie jetzt im Moment noch nicht. Ja, es ist auch nicht so das bekannteste Theme aus dem Game, aber... Versuch's mal zu erkennen mit der Zeit. Ich denke, den darf ich auch noch nicht essen. Ja, ich brauche Yoshi hier hinten auf jeden Fall. Na, scheiße. Ja, dieses Level wurde übrigens ganz, ganz ursprünglich inspiriert von deinem Machen wir doch einfach das hier. Soll ich das? Nee, das soll ich aber nicht machen. Ich habe ja Yoshi. Wie gesagt, das ist ja inzwischen gepatcht. Okay. Verstehe. Ich wüsste nicht, woher ich das Lied kennen sollte. Ist eigentlich Dings duplizieren auch gepatcht? Nein, duplizieren kannst du noch. Es bringt dir aber dank HF inzwischen nichts mehr. Also es bringt mir nichts, mich hier hochzubauen. Okay. Richtig. Schade. HF konnte sich noch wunderbar oben softlocken, aber inzwischen müsste nicht mal mehr das möglich sein. Ja gut, aber das hat dann auch nicht viel gebracht. Oh, jetzt muss ich... Also... Wait a moment. Aber jetzt muss ich klein sein. Ja. Ich meine, ich krieg's hin, klein zu sein. Die Frage ist, muss ich klein sein oder... Ja, es geht da nicht anders. Na! Ja, wunderbar. Aber also, ich bin dann überlegen, ob ich nicht noch einen Pilz haben will, aber ich weiß es noch nicht. Was haben die... Okay... Hier soll jetzt Yoshi sein. Bestenfalls ja. Oh, dang. Du kannst natürlich glitchen, indem du den Koopa einfach mal an Yoshi verfütterst, aber. Nee, das ist ja nicht Sinn der Sache. Sowas will ich auch gar nicht machen, wenn ich es nicht muss. Das heißt, Yoshi muss einen Pilz essen. Wäre ganz ratsam. Oh, nee, der stirbt ja. Wenn ich da jetzt. Ich krieg den nicht runter. Ich dachte, der muss runterfallen oder so, aber nee. Ja, du kriegst den schon runter, auch ohne Scrolling. Krieg ich den ohne Scrolling da runter? Der stirbt ja, wenn ich die anstupse. Das Gimmick hattest du übrigens auch schon im Blue Bridge Palace aus My Little Puzzles 2. Gut. Ach so, ja, nee, klar, aber dafür muss ich groß sein. Nee, Quatsch, es geht auch nicht. Doch, das würde gehen. Okay, Moment. Also nochmal zurück, nochmal an den Anfang. Ja, hier wäre auch schon alles gut, aber... Ach, ich Trottel! Längst gecheckt, ich bin ja komplett dumm. So. Also du kriegst zumindest einen großen Yoshi. Jetzt muss ich da durch... Achso, ich komme ja trotzdem nicht durch. Ich muss da drüben groß werden. Groß sein. Was willst du denn machen, wenn du groß bist? Na, ich will, dass Yoshi darüber läuft. Und Yoshi läuft da... Und Yoshi läuft darüber, wenn ich den Dude hier... kaputt mache, den Block. Aber dann stirbt er auch, oder? Natürlich. Ah, dann hat es doch nichts gebracht, was ich vorhatte. Ah, doch, ich weiß, glaube ich, wie. Ich muss... Ja, moin. Ja, so schwierig ist das Puzzle nicht. Kommt übrigens auch in meinem VLDC9 Level vor. Nee.
war die falsche Taste. Das auch. Ja, Finger readjustieren. Genau. So, Stoppi! Oh, das war ein bisschen zu bald. Das war falsch. Stoppi! So. Und jetzt musst du trotzdem sterben, Yoshi. I'm sorry. Zahil will das so. Ich hab das nicht ausgedacht, mir. Okay, Feldjump. Wobei, die muss ich gar nicht. Kann ja auch hochwerfen. Aber dann, richtig. Dann ist die Shell weg. Naja. Die liegt halt direkt auf dem Weg, aber von mir aus ist sie halt weg. Ja, nee, okay. Sie wäre sogar weg, wahrscheinlich, wenn ich die Shelljump gemacht hätte. Ah! Das sah irgendwie richtig und gleichzeitig falsch aus. Ich denke, dass ich den hier gleich wieder verlieren muss, ist offensichtlich. Dass ich hier so durch kann, ist auch okay. Und jetzt, wenn ich da jetzt irgendwie drin landen kann, aber da geht es ja dahinter gar nicht so vernünftig weiter, also weiß noch nicht so ganz. Die Tür ist halt wahrscheinlich zu Musetten oder sowas, oder? Richtig. Kannst du ja auch einfach mal reingehen. Okay. Alter, es ist einfach der Raum. Richtig. Mach doch mal Spektakuläres. Nein, noch hast du dir keinen zweiten Konnenraum verdient. Was ist da oben? Eine Wand. Kein Secret diesmal. Schade. Was ist da drüben? Ah, jetzt kann ich gucken, wie es weitergeht. Ah, das geht tatsächlich so, wie ich mir das gedacht habe. Wenn ich da drin stehe, kann ich mich ja bis nach oben und dann kann ich da ja rüberspringen. Ja, okay. Dann machen wir das doch so. Ja, dann zeig mal, wie easy die Ausführung ist. Na, ich muss halt jetzt in der Lücke landen. Was relativ einfach ist, wenn du Spring gedrückt hältst. Richtig. Und nicht die Shell mitnehmen. So. Und jetzt muss ich halt ein bisschen höher, dass ich nicht... Naja, nicht ganz so hoch. Nicht ganz so hoch. So. Okay, wir probieren es einfach mal von hier aus. Das sollte auch schon gut gehen. Ja, easy. Also. Okay. So schwierig ist das Puzzle ja eigentlich. Das war wieder der erste Puzzleteil und der zweite wird jetzt wahrscheinlich wieder deutlich schlimmer. Okay, tschüss, Cooper. In diesem zweiten Teil hat HF so 4, 5 ganz komische Breaks gefunden. Die jetzt natürlich alle schon raus sind, verdammt, ich hätte eher spielen müssen. Komm ran. Yeah! Das war zu hoch. Das passt doch alles. Soll hier hoch? Ja. Okay. Oh, ich hätte ihn aber befreien müssen. Das wäre ganz sinnvoll gewesen. Ah, der fährt dann hoch. Da. Nicht töten. Okay, ich muss das aufmachen. Mann. Ich muss das aufmachen. Dann muss ich den befreien. Dann muss ich den da reinschicken und dann muss der oben rum. Das war zu bald, das war zu bald, das war zu bald. Okay, so ist gut. Und jetzt runter! Mal fast. Und runter! Ah, fast. Und runter! Das gibt's doch nicht! Okay. Dreimal hintereinander. Viermal. Oh, der State ist nicht gut. Fünfmal. Das war. Sechsmal. Ist mein Zeitgefühl so schlecht? Siebenmal. What the heck? Mach's doch immer später. Jetzt. Na also.
Natürlich klappt das beim 8. Mal. Klar. Jo, okay. Da hochspringen wir jetzt aber schlecht wahrscheinlich. Was trotzdem. Wir gucken, was da ist. Weil hier geht's ja auch weiter tatsächlich. Okay, hier ist ein Chuck. Ja, wenn du groß wärst, könntest du sogar was erreichen hier. Jetzt auch noch weit. Oh. Das hängt alles zusammen. Da ist einfach der Mond. Aber ich komme nicht mehr zurück. Ja, moin. Doch, kommst du mit Anlauf. Oh. Ja, aber im Moment, ich muss eh den P-Switch, also im Moment geht's eh nicht hier weiter. Richtig. Ach so. Das würde auch noch... Ich guck mal, was da kommt. Das ist zwar nicht so gedacht, aber ich guck mal, was da kommt. Ah, ich muss groß sein, okay. Hab ich vorhin nicht registriert. Gut. Deswegen ist da die Blume hinten. So, jetzt ist aber die Frage, ich muss bestimmt mehr mit dem Block machen, als ihn nur bei mir anzuschauen. Ah, ich muss den Chuck töten. Den P-Switch kann ich jederzeit wiederholen. Kann ich nicht. Kannst du das? Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Jetzt aber. So. Komm ran. Naja, jetzt will halt die Blume da hoch. Ah! Schlecht getimed. Moment, ich... Nee. Du sollst übrigens keinen gedrückten P-Switch verwenden. Ich wollte gerade sagen. Das wäre nicht so gedacht. Ach, dafür ist der blaue Block da. Ja, dumm. Ich wollte den blauen Block hatte ich gedanklich mir für den Chuck über. Aber den mache ich mit der Blume weg, den Chuck. Richtig. Okay. Also stupsen wir jetzt den Kollegen an. Dann machen wir den. Und jetzt muss ich das halt wieder gut timen. Ach, da ist ne. Da war was im Weg. Das war nicht so gut. Nein, so knapp. Yes. Wait, nein, ich muss hoch. Das passt. Stimmt, ich kann ihn hochdrucken, ja. Na also. Ich dachte, ich muss ihn abfangen, aber nee. Das würde, glaube ich, gar nicht gehen aus der Situation. Hiio. Nice. Nicht so nice. Du hättest den vielleicht vorher abschießen sollen. Nein, ich falle immer runter. Okay, wir scrollen. Wir scrollen nicht. Hallo? Ach, da ist die Scroll-Taste. Oh, was haben wir jetzt gedrückt? Hilfe. Ah, da, okay. Nichts Emulator-Technisches. Hä? Das war's schon? Das war's. Nicht so, nicht so. Ach so. Muss trotzdem noch mir eine gute... Wobei, reicht das nicht, wenn ich... Ah, der berührt den nicht. Nein, 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 nein. Okay. Weil wenn ich so mache, dann... Ja, das ist auch doof. Mach doch einfach nochmal ganz links an der Wand einen Spin-Jump. Ich will eigentlich... Also, und dabei sammelst du am besten den Orb ein. Nein, okay, das funktioniert nicht. Alles klar. Also, du meinst, ob ich bis nach unten komme? Nee, nee. Also, ich will schon, dass dieser Block hier weg ist und dann halt ich den Orb berühre. Aber mit normalem Sprung. Das wäre eigentlich so mein Ziel. Richtig. Müsste doch irgendwie gehen, dass ich da wieder zurückkomme. Falls es übrigens nicht offensichtlich ist, der Name des Levels ist natürlich das Haus der Zerbrechlichkeit. Cool. Das war jetzt nicht so... Wobei, geht es jetzt nicht auch? Ah, ne, es reicht nicht, ne? Ah, es reicht nicht.
musst auch wieder zurückkommen. Yes! Ja, fast. So nah und doch man so. Man stelle sich einfach mal vor, genau das wäre jetzt in irgendwie einem Level passiert, was ewig lang ist und man würde ohne Save-State spielen. So, das wäre halt super dämlich. Ja. So, sehr schön. Das war ein einfaches Puzzle. Verglichen mit dem, was wir schon hatten. Zur Auflösung verrate ich dir den Namen der Musik. Das war nämlich der südliche Face Shrine aus Legend of Zelda Link's Awakening. Oh, okay. Ja. Okay. Die Ballade des Windfisches hätte nicht ganz so sehr reingepasst, deswegen eben ein etwas dunkleres Theme aus dem Spiel. Caedes Kerulus. Der blaue Tod. Oh, das klingt ja gut. Na dann, was ist denn der blaue Tod? Oh, ich verstehe. Ja, wobei, das geht ja noch. Oh. Ja. Okay. Muss schnell sein, aber nicht zu schnell. Der blaue Tod. Okay, easy. Was hat mich... Ach, da ist ein Mancha. Ganz großartig machst du das, Colin. Ich bin ganz stolz auf dich. Ich muss erst mal verstehen, was ich tun muss. Lass mich mal gucken. Ach, der muss... Ach so, ich muss den verhindern, dass der da hochgeht. Ah, okay. I see. Eben ohne zu springen. Ja. Hat fast funktioniert. Ja, vielleicht möchtest du den Cooper-Freund erst durch die Tür durchlassen und dann... Naja. Na also. Das ist frech. Na, ich muss den wegnehmen, den Block direkt. Ich dachte, ich kann drauf landen, aber nee. Nein! Ach, ich kann doch drauf landen. Ja? Ich schätze, Yoshi darf den nicht essen. Richtig geschätzt. Ah, das ist ein gelber. Ja, dann mach mal kaputt, was dich kaputt macht. Ja, schön. So, jetzt kann ich kaputt machen. Gut, ich meine, ich kann sie wieder rein scrollen wahrscheinlich. Richtig. Tschüss. Ja, dann ist das doch jetzt nicht das Problem. Wenn man halt nicht dumm wäre. Oder unfähig ist eher das bessere Wort gewesen. Dummheit hat es ja nichts zu tun. So. Jetzt ist er aber wieder oben. Und ich will aber, dass er mich hier unten trifft. Schlecht. Also muss ich... Den das kannst du nur noch einmal in der Panikversion spielen und alles ist gut. Ja, ich will aber keine Panikversion. Wobei, so Panik ist es gar nicht. Nee, es ist gar nicht. Es ist okay. Wenn man halt nicht unfähig. Okay, danke schön. Easy. Na also. Ich brauch dich bestimmt. Ja, safe brauche ich dich. Ah, nicht so. Ah, nicht so. Der ist zu niedrig. Spring! Eigentlich könnte ich jetzt die Aufnahme ja auch verlassen. Mich brauchst du ja nicht mehr. Jetzt hast du alle Puzzles durch.
bist aber doch zur Unterhaltung auch noch da. Wah! Ja, aber dafür halte ich dich von lustigen Breaks ab. Aber was hätte ich jetzt... Wenn ich was breake, dann hältst du mich ja nicht ab, dann mache ich's ja. Ich weiß nicht, wie weit wir in Pons Imperfectus mit Schlüssel gegangen wären, wenn ich damit dabei gewesen wäre. Aber ach so, ja, gut. Das ist wohl wahr. Jetzt wahrscheinlich gesagt, so, und jetzt drehst du gleich mal um und gibst den Schlüssel brav wieder an der Tür ab. Beziehungsweise du hättest gefragt, hä, ist das jetzt der Conan-Exit oder nicht? Und dann hätte ich gesagt, nee, das ist der Secret-Exit und dann... Stimmt. Nein! Okay. So, was jetzt? Ach, hier, da hoch, jetzt sehe ich das erst. Ja, perfekt. Ich glaube, der Pilz musste... Nee, alles gut, alles gut. Ja gut, so kann man es auch machen. Irgendwie habe ich es anders gemacht als gedacht, das habe ich gemerkt. Ja, eigentlich sollst du auf dem Chuck surfen, aber musst du natürlich nicht. Nee, es ist tatsächlich nichts. Aber was ist denn... Ah, der muss umdrehen. Ich war irritiert wegen blauer Münze, die hatte sonst immer so eine Bedeutung von wegen Spin-Jump, aber hier nicht. Nein, du darfst nicht sterben, du musst umdrehen. Ja, die blaue Münze zeigt halt, wo der blaue Block hinkommt. So gibt es... Wobei, hey, stopp, da fehlt noch... Das passt noch nicht. Doch, das passt. Ah! Oh mein Gott, genial. Ja, Recycling ist schon wichtig in der heutigen Zeit. So. Das Recycling vom blauen Blöcken. Okay. Das Level hat eigentlich generell einige kreative Setups. Ich darf den Chuck bestimmt nicht killen. Auch den bestimmt noch. Aber ich wüsste nicht, wie er an den rankommen soll. Aber das werden wir noch sehen. Wahrscheinlich kommt dann gleich wieder der genial Moment. Naja, es wird halt noch ein blauer Block kommen, mit dem ich da dann... Mann! Den Rest von dem Pokey. Die ewigen Jagdgründe schicken kann. Ja, das haut sogar. So schwierig ist die Stelle eigentlich nicht, aber... Das gibt's doch nicht. Oha. Neue Antwort auf einen Kommentar zu BVB Total. Hashtag echte Liebe. Aber dass du siehst, ist eigentlich Discord-technisch schon nicht so gut, weil... Also... Ich übertrage nur ZMZ, nicht mein E-Mail-Programm. Also jetzt angenommen, ja, man würde hier... Discord hat halt immer noch so seine Macken auch. Jetzt angenommen, man würde hier für eine größere Gruppe streamen über Discord und dann kommst du plötzlich private E-Mails? Weiß ich nicht. Ja. Weiß ja nicht, in welchen Clubs du so angemeldet bist. Hashtag echte Liebe. Ach Mann! Habe ich ihn erwischt? Yes. So. Komm mal mit, Kollege. Auch wenn ich noch nicht weiß, wofür, aber hey. Wird schon seine Bedeutung. Ah, doch, um den Pilz wieder zu verlieren. Ja, das war jetzt ein bisschen bald, Kollege. Kannst du nochmal zurückkommen? Kommst du nochmal her? Nee, nicht so ganz. Ja, super, wenn du nochmal... Hallo? Hallo? Schade. Das war auch nicht so gut. So. Nimm den mal mit da oben.
ich nehme den mal nicht mit. Ja, ich lass dich mal ein bisschen machen. Du wirst schon selber merken, was hier falsch ist. Mach ich was falsch? Ja. Das ist ärgerlich. Ich komme nicht ran an den Block, oder? Aber wir können mal gucken, wie es weitergeht. Oh. Nee, Quatsch. Dann hätte ich einen blauen Block. Aber dann ist irgendwie Schluss. Nee, ich hätte den nächsten blauen Block. Also ich komme wahrscheinlich an den blauen Block nicht ran. Ich glaube, das ist, was du mir sagen willst. Ich hätte gedacht, dass das von der Höhe... Man kommt da schon ran in der Situation, du momentan noch nicht. Ich gedacht, dass das von der Höhe her reichen müsste. Wenn der Chuck halt springen würde, würde ich wahrscheinlich rankommen. Ja, das tut er auch. Aber nicht so, wie du mit ihm umgehst. Der muss hier zurückgelaufen. Ach so, dann habe ich doch alles richtig gemacht. No! Naja, alles richtig könnte man jetzt wieder diskutieren. Aber ja, ich habe erst deine Intervention so verstanden, dass das mit dem Pilz schon völlig falsch ist, was ich da tue. Aber das war alles noch im Rahmen. Das gewünscht. Es war alles noch möglich, ja. Mann! Jetzt hopp, hopp, hopp. Easy. Und ab dafür und... Na, scheiße. Nein! War doch alles gut. Ja. Entweder ich treffe die Schelle oder das... Ja, das ist nicht so optimal. Ja, das wird eng. Da starte ich nochmal. Ja, das wird nichts. Da kann ich mich drehen und wenden, wie ich möchte. Ich habe eigentlich nur noch auf den Moment gewartet, in dem du den Block genau in dem Moment hochwirfst, in dem er verpufft. Also kannst du ja noch ein paar Sekunden resetten und ja, er lebt länger, als er eigentlich sollte. Das stimmt wohl, aber jetzt müsste es passen. Komm schon. Jetzt. Mein Gott, das hat gedauert. Aua. Ja, natürlich. So, was kommt da raus? Ein Schlüssel wahrscheinlich. Ja, okay. Ja. Jetzt kommt die eigentlich einfachste Gold Trap im ganzen Hack. Hä? Eigentlich alles sehr, sehr einfach. Ach so, das geht ja so gar nicht. Bin ja dumm. Geh kaputt! Schade. Geht überhaupt kaputt? Warum auch aktiv daran arbeiten, dass die Welt besser wird, wenn man auch einfach warten kann, bis sie sich von selbst verbessert? Jetzt müsste er rechtzeitig kaputt gehen. Du könntest auch einfach reinspringen und den Block wieder mitnehmen, aber das machen auch nur die Profis, habe ich gehört. Ach so, ja, okay. Ich finde die Timing-Geschichte interessant. Geh kaputt! Schade. Jetzt aber. Yes! Hui! Oh. Ja. Du solltest damit Spin Jump, by the way, rein. Ja, ich weiß. Deswegen habe ich ja den zweiten nicht kaputt machen wollen. Ich habe es nur wieder vergessen.
Ei. Schön. Schön, schön, schön. Licet Iovi non Bon Jovi. Nein. Egal. Wir schließen den Part hier ab. 30 Minuten sind schon wieder rum. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss. Tschüss.